Hallo, da sind wir wieder, Pippa und Gitte und Petra Wu. Und wir sind hier immer noch, glaube ich, in diesem Keller da, in diesem, dort, wo das Grab des, was war das nochmal für ein Grab? Des Grab des Verrats. Verräters oder irgendwie Des so. Verrats. Rebellion. Hier tropft's. Hier waren wir schon mal. Ja. Na dann. Dann sollten wir vielleicht weitergehen, ne? Ja. Die Musik ist so dramatisch irgendwie. Hier waren wir auch schon Ja, warte mal. mal, ja. Laufe ich hier etwa im Kreis? Das wäre nicht in Ordnung. Da hinten ist ein offenes Ding. Mal gucken. Ja, guck. Ja. Kennen wir. Kennen wir. Ja, man sollte keine Pause machen. Man sollte Ja. immer nur einfach durchspielen. Genau. Das hier scheint neu. Aber mehr finde ich hier auch nicht. Was ist das hier? Da können wir mal gucken. Ja, Da waren wir nämlich noch nicht. da war man nicht drin. Nein. Genau. Ein illustrer Umhang. Hochdramatische Musik. Ja, ohne Musik und ohne Dramatik, also in der Musik oder mit der Musik oder durch die Musik geht es einfach nicht. So, sind wir rundum. Ja, und da sind wir dann wieder raus. No. Immerhin haben wir noch was gefunden. So, sieht hübsch aus hier, ne? Der Himmel sieht ganz toll aus. Wird wahrscheinlich bald regnen, aber vielleicht ist es auch das Gegenteil. Guck mal, da hinten sind sogar ein paar Vögel, die da fliegen oder irgend sowas. Drei Ja. Stück. Wow. Ja, rechts hinten, ne? Ja. Sieht jedenfalls danach Hier unten haben wir aus. den Löwen. Ich warte auf die Ratte. Na, Die hat hallo, heute Ratte. frei. Oder? Na. Die hat frei. Wow, das ist hier toll. Was ist das denn? Ein Wasserfall. Wir stehen hinterm Wasserfall. Sieht ja irre aus. Nicht. Blutegelsaft nehmen wir mit. Muss aber nicht alles sein. Ach, was ist das denn da? Das sind Gute diese Frage, Dinger nächste hier. Ja. Frage. Genau, das können wir mal ein bisschen fliegen. Ja, Merlin ist das. Ja, wo ist Und Merlin? Butch. Irgendwo da hinten. Da. Jawohl. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Genau. Wir nutzen. Oh, gut. Toll. Aber noch nicht fertig. Oh ja, guck mal. Schön. Du willst hier nicht landen? Nee, wir Warum sind's. nicht? Landen! Nee. Kann ja runterspringen. Na gut, das Hier, eben da geht's. Naja, und hier. da drüben auch dann auch. Die nächste genauso. Nee, landet hier Nein, nein, nicht. die landet da nicht. Ja. Aber du hast ja noch zwei, glaube ich, die da. Aber ich komme doch hier aus dem Wasser nicht hoch, oder? Du bist doch hochgekommen. Naja, runter So. kannst du auch. Ja. Was willst du jetzt Komm machen? doch hier nicht hoch. Nein, und warum bist du hier hoch? Ja, weil das die Merlin-Aufgabe ist. Ach so.
Dann geh doch mal dahin, gut, wo du vielleicht hochkommst. Ja, vielleicht muss ich versuchen, von hier rüber zu springen. Ne? Das ist aber verschärft. Na, ja, halt dich fest. Ja, siehst du. Oh. Gleich wirst du belohnt. Toll. Und jetzt springen und halt dich fest. Und nochmal springen. Mann, oh Mann. Komm mir vor, wie warst du in der Schule beim Schulsport? Ja. Ja, da muss man doch einiges an Akrobatik zeigen. Ja. Oh, oh. Musst du ja nicht. Oh, ja. Na gut. Ich kann dir zeigen, wie gut du schwimmen kannst. Das hast du ja schon ein paar Mal bewiesen. Ja. Da brauche ich jetzt einen Blutegelsaft. Okay, gucken wir mal auf die Karte. Was haben wir noch Interessantes in der Gegend? Oh, hier noch so ein Ding hier, so ein Feuer. Aha. Ja, da haben wir noch eine Merlin. Ja, bei Merlins haben wir noch einige. Ja, na gut, dann gehen wir zum nächsten. Da beteiligen sie einen die ganze Zeit über am Spiel. Ne? Ja. Das Spiel wird dann irgendwie verlängert durch die ganzen Merlins. Nett, sieht hübsch aus hier. Ja, ist ganz nett hier. Ja. Und was? Nee, die Hühnchen. Tun euch doch nichts. Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen gefunden. Aha, wer sagt das denn? Irgendjemand hat gesprochen. Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet, ja. Habe ich auch verstanden. Nein, das sind Feinde. Ja, klar. Mhm. Was denkst denn du denn, was das ist? Nein. Der andere lebt aber noch in dem Fass, oder? Ey. Ist das Fass immer, ist doch noch aktiv, oder? Du heftig war! Jetzt kommt er. Du wolltest ihn dann nochmal richtig töten. Was denn? Der ist doch hinten. Ach, der ist gestorben. Der in dem Fass. Ach, das ist verzögert. Das Fass ist doch schlimmer. Explodiert. Ich war zu weit weg. Dann hätte ich es auch werfen können auf den anderen. Den einen in ein explosives Fass verwandeln und zum anderen auf den anderen draufschmeißen. Und dann als Bombe zu benutzen. Ja, das finde ich immer ganz nett. Ich muss sagen, das finde ich jetzt auch sehr, Also, ja, bewundernswert. Ach, guck mal, hier ist auch eine Ruine. Ach, toll. Ja. Da muss man hochfliegen. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Topf zum Anzünden. So, und? Nix. Oder doch? Revelio. Ich sehe nur einen einzigen Topf. Das kann es ja vermutlich nicht sein, ne? Vermutlich. Ja. Und dann verschwindet er. Revelio. Ja. Aha. Wie soll ich denn in der kurzen Zeit mehrere Töpfe anzünden, wenn ich sie nicht mal sehen kann? Tja.
Oh ja. Muss man überall, muss nicht alle Merlins machen. Genau. Du hattest noch nie einen Pilzeintopf wie den, den meine Mutter. Ach, hier sind wieder Böslinge. Ein Pilzeintopf. Revelio. Kommt auf die Pilze an. Ja. Oh. Aha. Hey, die können sich ja auch größer machen, ne? Komm, trink noch. Ist da jemand? Nee, nee, ist keiner da. Tschüss, Kleiner. Ich finde es aber nett, dass das abgeräumt wird. Dass die Leichen da nicht mehr rumliegen. Ja, das nicht da. Tausende von Leichen in der Gegend rumliegen. Hallo. Na, du? Bist du jetzt wirklich hin? Oh, das hört ja sich so an, ne? Zweifellos schon lange verlassen. Naja, das verlassen wir. Hä? Du sagst zweifellos schon lange verlassen. Aber hier sind ja gerade welche. Da ist noch einer. Ja. Ja, ich werde nicht ruhen, Typ. Bringen wir es hinter uns. Ja, genau. Das wollen wir dir auch gerade vorschlagen. Genau. Und wo rennst du dann hin? Naja, das, wo bist du denn? Da hier, um die, da hinter der Mauer. Dreh dich um, dreh dich da um. Ist da ist er. Arrogantes Bein. Ja, das Gestalt recht haben. Ein Anhänger weniger, Renrock. Genau. Mhm. Und tschüss. Revelio. Guck mal, die haben was auf dem Tisch, die wollten was essen. Der andere hat auch was mitgebracht, ist doch aufmerksam von ihm, ja? Aber ansonsten haben sie nicht viel vorzuweisen hier, ja? Die wollten nur gerade was frühstücken. Ja. Schwach. Revelio. Ganz schwach. Da gibt es irgendwo so ein Wort dafür. Heißt das Jause oder so? Oder was ist das? Jause. Ist das österreichisch? Das ist österreichisch, ja. Und was ist das? Hallo, ihr Kleinen. Eine kleine Zwischenmahlzeit. Ah, kleine Zwischenmahlzeit. Ah, ja. Revelio. Und elfengefertigte, elfenbeinfarbene Handschuhe. Ja. Na gut. So, also ich habe keinen zweiten Topf gefunden zum Anzünden. Nö, egal. Was? Nö. Na gut, Merlin, dann kannst du deinen Topf behalten. Man, da sind irgendwo Florfliegen oder sowas, aber. Hier ist ein ordentlicher Graben, ha? Ja, guck mal, was ist denn da? Halt, stopp, war da eine Figur, oder? Ja, da steht eine, wer ist das? Ja. Beim Eingang. Ja. Bei den Feuern. Wer bist du? Feind oder Freund? Und du? Keine Freunde. Das Ministerium sollte sich... Offenbar haben wir einen... Mal schauen, ja, was eben, deine Leitung ist. Ganz mitten rein. Na, das hätte ich aber nicht... nicht überleben. Das war nicht überlegt, hast du recht? Unsere Freundin ist manchmal... etwas zu überlegt. Katringo! Katringo! Naja, warte mal. Was deine Leiche in den Traum. Ich werde das in vollen Zügen genießen. Warte mal, irgendwann wirst du kämpfen müssen. Sie kämpft ja, du Blöde. Wagst du es, meine Leute zu töten? Ach, der da oben ist weg. Ja, warum dann ist halt der weg? Mal. Tschüss. Blut? War das ein Kopfkissen? Ja, hat so ausgesehen.
Also auf jeden Fall sind da noch ein paar. Hast du gehört? Irgendwas mit gestohlen hast und so. Hier sind noch ein paar Typen. Wo sind denn die? Ja, keine Ahnung. Wir gehen mal gucken. Vielleicht in einem Zelt. Mal aufräumen. Gucken wir erstmal hier. Ach, hier ist ein Auftrag. Henriettas Karte. Oh, was ist das denn? Uiuiui. Na, da ist das Meer, da ist ein Kreuz, dann muss von da hin nach dort. Von da zu da. Und da und da und da. Gut. Na ja, wenn wir das Schild. Na, auf jeden Fall gibt's sehen, da, dann wissen wir, was wir an Feuern anzünden müssen, aber mehr. Der Ort auf der Karte ist nicht weit von hier entfernt. Ja, da werden wir nachher. Ja. Der Hippogreif markiert die Stelle. Aha. Ja. Hier kannst du jetzt noch ein bisschen einsammeln, wenn du schon mal hier bist. Jo. Das ist auch eine Truhe da. Und da hier hinten ist auch was. Ja, hier ist eine. 48, Mann. Hey, da ist einer. Bist du gerade aufgewacht? Also ich sehe fünf Stück Erwachen, auf der Karte. Ah, da ist er. Das Rote habe ich gesehen. Du auch? Nicht der beste Ort, so ganz ohne. Das ist was Rotes. Wo denn? Mach deine Augen auf und wenn, dreh dich um. Na gut. Ach, der wird schon von alleine kommen. Guck mal, da sind ein paar Rote. Da hinten das sind ein paar Rote. Die sind wahrscheinlich oben, oder? Oder auf der anderen Seite, hinter dem... Ja, dazu muss man hier aber... Hier ist aber einer, guck. Der aber ist der ist auch hinter der Wand. Aber hier kommst du rein, oder sind sie? Iona Morgan. Hey, hallo. Revelio! Zeig da! Da ist sie! Frau mit dem Namen. Quatsch. Ich war ja wieder da. Da hinten ist einer. Oder nicht? Doch, da. Und da sind auch welche. Oh ja, das sind noch einige, mindestens fünf Stück. Ah, hier. Da. Das hat sich aber auch nicht erwischt, oder? Ja. Ach Quatsch, was mache ich denn Blödsinn hier? Ja, ja. Das ist auch mal ein bisschen auf deine Gesundheit achten. Gegen die Mauer brennt. Das würde dir einheizen. Konsequenzo! Ja, ja. Revelio! Aha, da hinten oben ist noch einer. Aber nicht mal viele, glaube ich. Da ist auch noch einer. Leviosa!
Ja. Jetzt ging es. Eine Weiße läuft. Bleib stehen! Oder ich zwinge dich! Nö. Aha, warte, ist doch eine, oder? Schienst du? Ja, hier. Da oben ist noch eine. Ja, los, spring runter. Die sieht schon so nach Geist aus oder nach Skelett. Was? Explodiert das Fass jetzt? Komm, trink doch. Tja, mein letztes Stöhnen. Tja. Eine gibt's noch. Eine, ja. Aber wo denn? Woher weißt du, dass es noch einen gibt? Minimap. Oh ja. Ja, alles klar. Du wahrscheinlich hier hoch und da hinten runter, wenn es geht, aber. Gucken wir. Ums Eck. Ja, da ist er. Hier. Ja. Ja. Ach Quatsch. Ich weiß nicht, warum du das jetzt machst, aber. Ich muss doch immer das Set wechseln, damit ich an die Sprüche komme, die ich haben will. Oh, Armer. Oh, jetzt hat er keine Lust mehr. Ja, aber es ist auf jeden Fall tot und ist okay. Ich meine, zu verbrennen ist auch nicht gerade so schön. Ja, irgendwie sieht es hier jetzt richtig freundlich aus. Ne? Nur die Leichen stören ein bisschen, aber irgendwie werden die doch weggeräumt, so wie es aussieht. Was wird weggeräumt? Die Leichen oder so. Ja. Ey! Verschwinden. Was ist denn hier los? Ich ja, kann nicht runter. Ich hab dich festgeklebt. Komm nicht mal raus. Na los, kletter nach oben. Vielleicht geht das auch nicht. Doch. Ja, habe ich ja schon gemacht, aber ich kann nicht absteigen. Absteigen kannst du nicht, dann kletter und spring halt irgendwo runter. Auf der anderen Seite. Ja, dann nimm den Besen. Keine schlechte Idee. Hier sollte ich mich lieber nicht allein erwischen lassen. Nö, aber jetzt bist du ja doch ziemlich alleine und die anderen sind auch. Jetzt sind die anderen auch weg. Meistens schon tot. Vielleicht ist doch irgendeiner. Aber hier, dass noch einer rumkriecht, das glaube ich aber eher nicht. Ja, cool, so ein Besen, ha? Ja, so, den wollte ich anmachen, aber der ist wohl dahinter. Hä? Wie kommen wir denn da hin? Da hinten ist eine Truhe. Ja. Mann, werden wir reich. Ist das hier draußen? Finde den Schatz anhand von Henriettas Karte. Ja. Wir können ja auch sagen, dass der Schatz hier irgendwo in den Gemäuern ist. Erst will ich das Flohfeuer. Da ist es. Na also. So. Dann. Ja, dann haben wir hier. Wir haben unsere Belohnung noch nicht abgeholt. Ja, dann machen wir das. Wenn ich rausfinde, wo wir sind.
Da sind wir. Ja, Banditenschloss. Die Sammlung, selbst eine Sammlungstruhe, die müssen wir uns doch holen. Ja, die müssen wir ja holen. Ja. Aber das tut ein bisschen weh, ne? Ja, wenn ich zu ungeduldig bin und zu schnell drücke, dann steigt sie nicht auf ihren Besen, sondern rast gegen irgendwelche Wände. Henriettas Karte. Haben wir denn die überhaupt? Oh, hier ist ganz schön rot. Ja. Ach, und warum bist du nicht grün, wie sich das gehört? Krug ist das, oder? Hm? Ist das ein Krug? Oder ein Kopf, der da liegt? Was, das hier? Nein, das andere Grüne. Hier. Das ist ein Ding, ist ein... Der Trank. Ach so, der Trank. Ja. Der behauptet, er wäre genug. Du hast schon so viel. Ja. Ja, da ist eine Truhe. Aber ein düsteres noch... Gewand. Aha. Ist noch nicht unsere Belohnung. Nein, nein, ich meine die Karte. Die findest du ja anhand von Henriettas Karte. Also die Karte, den Schatz anhand von der Karte, die Henriette hatte. Da ist die Belohnungstruhe. Und da ist er, ja, genau. Die sieht anders aus, die Truhe. Genau. Ja. Aber doch, ist hier. Ich dachte schon, die wäre hinter der Wand. Nein. Aha, hier ist immer eine Truhe. Ja. Auch gerade gesehen. Hier liegt auch noch so einiges rum. Die Tränke haben normalerweise so eine grüne Fahne oben drauf. Wo bist du jetzt hin? Ach, hier hoch. Gucken. Einfach nur gucken, ob hier noch was ist. Weil da hinten war ja auch ein Schatz angezeigt. Ja. Stahlblauer Umhang. Aha. Ja, unsere Velio hat nicht die große Reichweite, aber. Ja, aber? Ich wollte da keine Punkte verschwenden. War ich immer zu geizig. Ja. So. So, man findet dann den Schatz anhand von Henriettas Karte. Da sind wir noch nicht weitergekommen, stimmt. Ja. Da ist eine Höhle. Ein Schatzgewölbe ist hier. Ja, das sind zwei Merlins. Was da oben? Und hier ist nochmal ein Trollversteck. Na, ja, gut. Wenn du willst, kannst du dich ja mit Trollen prügeln. Ja. Aber mal gucken, was uns die Karte so sagt. Henrietta, zeig hier deine Karte. Die ist
Nein, es ist nicht die mit den fliegenden Kerzen. Das ist Henriettes Karte. Mhm. Eine mysteriöse Schlosskarte. Und wir sind ja noch an diesem Schloss, oder? Ja. Ach, warum? Warum ist da ein Kreuz und ein roter Pfeil? Ja, das Kreuz, würde ich sagen, ist die Position auf der Landkarte. Von unserer Position oder die von Henriette? Nee, die ist ja tot, Henriette. Ach so, du meinst, das ist die Landkarte. Ja, und das hier ist aber im Detail. Die da Position auf der Karte, genau, und so da sieht das ist Schloss die aus. Ansicht. Genau. Und da muss man irgendwie unten rein. Genau. Unten rein. Und irgendwo, da ist ein Feuer und irgend noch was. Und da ist unten vor. Und da muss man die bestimmten Feuer anmachen. Ja, mal sehen, ob wir da was finden, wo es unten reingeht. He? Ja. Aber jetzt haben wir schon die Zeit erreicht, um hier aufzuhören erstmal. Ja. Dann werden wir das beim nächsten Mal machen müssen. Ja, genau, das zu finden. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.